Ja, zukommen zum ersten Shop-Video in Season 3. Bisher gefällt die Season mir schon richtig gut und ich glaube, es wird in den nächsten Season auch wieder richtig viel Content geben. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Wenn ihr dazu natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute keine neuen Skins, aber dafür ein neues Emote tatsächlich schon. Ich denke mal, dann erst in den nächsten Tagen werden so langsam auch neue Skins dann aus dieser Season kommen. Auf jeden Fall haben wir hier als erstes den Terra-Skin. Dort haben wir auch verschiedene Ziele, nämlich einmal den Standard-Ziel und den Alter EGO oder Alter Ego-Ziel und dann noch die Variante mit Schimmer an und Schimmer aus. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den Tech-Skin. Hier haben wir auch einmal Standard und Alter Ego. Und dann eben halt wieder Schimmer an und aus. Sieht auch definitiv ganz nice aus. Dann haben wir noch den Elite-Aufklärer dazu. Hier haben wir auch wieder Standard und Alter Ego. Genauso wie bei den ganzen anderen Sachen. Und hier auch wieder Schimmer an und Schimmer aus. Dann noch die Schockling dazu. Hier haben wir nur Standard und Alter Ego als Varianten. Und dann haben wir noch die gezackten Tech-Messer. Hier haben wir auch wieder genau die gleichen Varianten wie der Standard und den alten Ego-Stil. Dann haben wir noch die gelbste leuchtende Lackierung dazu. Und dann haben wir als nächstes hier noch die Highland-Kriegerin. Dort haben wir einmal den Standard-Ziel und den Ziel mit Helm. Und dazu gibt es dann die Silberzahn-Spitzhacke. Dann haben wir hier als nächstes den Magnus-Skin noch und dazu die Ahnstark-Spitzhacke. Dann die Gaunerin als nächstes, den durch die Deck-Emote. Dann noch den Kellenkunst-Emote. Das ist der erste neue Emote tatsächlich auch aus dieser Season. Dann haben wir noch den ins schwarze Skin. Dann den Twist-Emote. War glaube ich auch schon relativ lange tatsächlich nicht im Shop. Und dann haben wir als letztes noch den Deckeltritt-Emote. Hier sollte es eigentlich häufig schaffen, tatsächlich das abzudrehen, aber ich glaube, die haben tatsächlich die Wahrscheinlichkeit mittlerweile auch etwas heruntergedreht. Aber rein theoretisch sollte es eine Möglichkeit dafür geben, dass er schafft. Nur irgendwie gerade natürlich das Vorschaubeispiel mal wieder komplett verkackt. Aber jetzt nach dem fünften Versuch hat er es immerhin geschafft. Auf jeden Fall, wie gesagt, random kann er entweder immer hinfliegen oder das Ganze schaffen. Soweit waren das auf jeden Fall dann alle Items hier aus dem heutigen Item Shop. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.